Hallo liebe Schach960 Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Das hier ist die Ausgangsstellung unserer heutigen Partie und wenn man zunächst einmal die Leichtfiguren ansieht, dann wird einem recht schnell klar, dass es hier durchaus etwas knifflig sein könnte, eine harmonische Aufstellung hinzubekommen. Die Springer von C1 und E1 starten von gleichfarbigen Feldern und sie werden wohl mit dem Läufer F1 ganz ordentlich ins Gehege kommen, denn die Felder D3 und E2 sind ja sowohl für die Springer als auch für den Läufer F1 potenzielle Entwicklungsfelder. Den Springer C1 nach B3 zu entwickeln sieht auch komisch aus, denn da würde der Läufer A1 verstellt und den Springer E1 nach F3 zu spielen, ja, da ist die Dame auf G1 nicht sehr glücklich, die sich von da aus nicht mehr sehr gut entwickeln kann. Aus diesem Grunde erscheint mir hier der Zug F4 als erster Zug interessant. Das öffnet der Dame die Diagonale nach A7 und nach D5 Springer F3. Das sieht sehr harmonisch aus und es könnte beispielsweise weitergehen mit Springer ED6, B3, E6 und E3. Und nach Läufer E7 könnte man einen sehr mutigen Plan fassen und zum Beispiel G4 spielen mit der Idee Springer E2 nebst Springer G3. Aber auch ruhigere Züge wie Läufer E2 und Dame F2 nebst der Gero-Schade kommen durchaus in Frage. Später kann Weiß dann auch den Vorstoß C2, C4 folgen lassen. Schauen wir uns die Partie an. Weiß war ein starker Großmeister mit einer Zahl von 2678 und seine Gegnerin hatte ebenfalls den Großmeistertitel und eine Zahl von 2512. Weiß begann hier mit E4 und es ging weiter mit E5, B3, greift sofort den Bauern E5 an. Und D7, D6. Ja, hier könnte man glatt schon reinfallen. F6 wäre hier schon ein krasser Fehler wegen Läufer C4 und Schwarz verliert bereits die Dame. So geht das also nicht. Schwarz hat D6 gespielt und es kam D4 und es sieht so aus, als ob Weiß sofort die Initiative übernimmt. Schon wieder hängt der Bauer E5. Also E schlägt D4. Bei genauem Hinsehen aber findet man für Schwarz auch Alternativen. Springer E7 wäre hier durchaus auch spielbar, denn D schlägt E5, D schlägt E5 und nun Läufer E5 wäre etwas riskant. Hier kann Schwarz mit der Zero-Schade fortsetzen und ein aussichtsreiches Bauernopfer bringen. Springer CD3, B6, es hängt der Bauer E4, F3, Springer C6 und hier muss Weiß aufpassen, dass er taktisch nicht hereingelegt wird. Läufer B2 wäre hier ein krasser Fehler. Schaut mal selbst rein, vielleicht seht ihr, die Widerlegung ist nicht so schwer. Hier kann Schwarz den Trick von eben anbringen, Läufer C5 gewinnt die weiße Dame. Weiß müsste also so etwas wie Läufer G3 spielen und dann kann Schwarz mit F5 weitermachen und er hat gute Kompensation für den geopferten Bauern. E schlägt F5, Dame D5, Zero-Schade, Dame F5 und so weiter. Schwarz hat immer noch gute Kompensation für den Bauern, denn Weiß kann seine Leichtfiguren, den Läufer F1 und eben die Springer nicht gut ins Spiel bringen. In der Partie ging es aber weiter mit E schlägt D4 und nach Läufer D4. Ja, hier könnte man schon das Gefühl bekommen, dass Weiß schon klar aussichtsreicher steht. Der Bauer A7 ist angegriffen und Weiß hat bereits etwas Raumvorteil im Zentrum.
Aber dem ist nicht so. Die eigentlichen Probleme hat auch Weiß noch nicht angegangen. Ich meine also die Entwicklung der Springer und des Läufers F1. Und zunächst macht Schwarz auch noch alles richtig. Sie spielt hier B6, was dem Läufer A8 ja die Diagonale öffnet, F3 und nun Springer E7. Und Weiß spielt Läufer A6 und er erkennt offensichtlich, dass hier auf D3 ein Knoten entsteht, wenn er zuerst einen seiner Springer dorthin entwickelt. Er versucht also zuerst den Läufer ins Spiel zu bringen. Allerdings steht der Läufer auf A6 auch eher wirkungslos. Okay, er verhindert die Rochade, aber er steht auch etwas exponiert und kann eventuell mit B5 auch zum Sorgenkind werden. Da könnte es sein, dass der Läufer auf einmal eingesperrt wird. Es ging weiter nach Läufer A6 mit F5. Schwarz greift konsequent und energisch das Zentrum an, öffnet auch der Dame die Diagonale und beginnt das leichte weiße Übergewicht im Zentrum zu neutralisieren. Weiß hat hier E4, E5 gespielt, Läufer C4 kann Schwarz ja gut mit D5 beantworten und nach E schlägt D5 und Läufer D5 wäre für Schwarz alles in Ordnung. Zurück zur Partie, also es ging weiter mit E4, E5 und Springer C6. Das sieht vollkommen natürlich aus, aber Schwarz hatte sogar etwas Besseres, nämlich C7, C5, was ebenfalls im Zentrum gegenhält und der Springer E8 zielt nach C7, wo er den Läufer A6 attackieren kann. Beispielsweise Läufer B2, Springer C7. Ja, das geht. E schlägt D6 ist eine Gabel auf beide Springer, aber es kommt natürlich Springer A6, D schlägt E7. Und Läufer E7. Und hier sind die schwarzen Perspektiven als etwas besser einzuschätzen, vor allen Dingen, weil er sein Problem oder weil sie ihr Problem mit den Springern schon gelöst hat. Weiß hat immer noch seine Springer auf C1 und E1 und es ist nicht klar, wo sich die Springer gut hin entwickeln sollen. Eine andere Variante nach C5 wäre E schlägt D6, wenn Weiß versucht, den Zug C5 direkt zu widerlegen. Hier könnte Schwarz aber mit Springer D5 weitermachen und nach Läufer B2 Springer schlägt D6 mit wunderbar dynamischer Entwicklung. Schaut nur, wie sich diese ehemals gleichfarbigen Springer hier von Schwarz gemausert haben, im Gegensatz zu den weißen Springern, die noch immer im Stall stehen. Also C5 hier eine sehr starke Möglichkeit, die Schwarze hier übersehen hatte. Springer C6, nun sind wir also wieder in der Partie und es ging weiter mit Springer CD3 und damit D5. Das sieht auch gut aus, ist aber letztendlich doch zu optimistisch und berücksichtigt vor allen Dingen die taktischen Feinheiten nicht genau genug. Zwar geht nicht D schlägt E5, wieder einmal wegen Läufer C4. Und es geht natürlich auch nicht B5, wegen Läufer schlägt A7. Springer A7, Dame A7. Das gewinnt natürlich schon für Weiß. Aber Springer D4 wäre hier die richtige Fortsetzung mit der Folge Dame D4 und auch wieder C5. Die Dame kann nun nicht in der D-Linie verbleiben. Weiß müsste so etwas wie Dame A4 spielen und Springer C7. Und es ist erneut Weiß, derjenige, der ein bisschen komisch steht. Er laboriert hier immer noch an den Problemen, die gleichfarbigen Springer oft mit sich bringen. Kommen wir zurück zur Partie. Also erneut hat Schwarz eine gute Fortsetzung nicht erkannt. Sie spielt also Dame D5 und das ist wie gesagt ein bisschen zu optimistisch. Weiß kann hier Läufer C3 spielen und
D schlägt E5. Das gewinnt zwar einen Bauern, Schwarz hat aber offensichtlich die Wirkung des nächsten weißen Zuges unterschätzt. Und dieser Zug ist natürlich, muss man sagen, die C-Rochade. Jetzt brennt es gleich ganz gewaltig in der D-Linie. Und von daher wäre jetzt höchste Präzision angesagt gewesen. Schwarz kann noch halbwegs mit einem blauen Auge davonkommen. Wenn sie Dame D7 gefunden hätte, das sieht eigenartig aus. Man schreckt davor zurück wegen Springer schlägt E5. Aber Springer schlägt E5 wäre ein katastrophaler Fehler, um es gleich zu sagen. Schwarz könnte hier, schaut mal genau hin, vielleicht findet ihr auch die einfache Widerlegung. Schwarz könnte hier Läufer A3 spielen. Und nach Läufer B2, Läufer schlägt B2, König B2 und damit D1 natürlich. Aber diese Fortsetzung hat Schwarz nicht gefunden. Sie hat Springer D6 gespielt und das war nun also die dritte Ungenauigkeit hintereinander. So viel hält die Stellung einfach nicht aus. Weiß kommt jetzt mit Springer E5 ganz klar in Vorteil. Dame E6 und Springer 1, D3 und die Springer haben sich entwickelt. Auch der weiße König ist in Sicherheit. Jetzt sind auf einmal die Probleme bei Schwarz. Wohin mit dem König? Sie hat Läufer E7 versucht, aber es kommt Springer C6, Läufer C6 und Läufer G7. Und nun kann der König auch nicht auf die G-Seite mehr rochieren. Turm E8 und Springer E5, erneut ein starker Springerzug, der nicht nur den Läufer auf C6 bedroht, sondern vor allen Dingen wieder einmal Läufer C4 droht. Die Dame hätte nur das Feld C8 als Fluchtfeld und so eine gedrückte Stellung würde Schwarz natürlich nicht mehr lange aushalten. Sie hat hier Läufer D5 gespielt. Und nun kam Dame D4, greift sofort den Läufer wieder an. Ja, es gibt hier keine Rettung mehr für Schwarz, eben wegen der Idee Läufer C4 nach Läufer A8 würde tatsächlich ganz einfach Läufer C4 kommen und Weiß gewinnt. Schwarz hat noch Läufer F6 versucht, aber nun kommt Läufer schlägt F6, Dame schlägt F6 und hier ein einfacher Springerabzug mit Schach und Angriff auf die ungedeckte Dame F6 und Schwarz musste aufgeben. Eine hübsche Partie zu einer kniffligen Ausgangsstellung. Zunächst hat Schwarz alles richtig gemacht und hätte sie die exponierte Stellung des Läufers A6 erkannt und ausgenutzt, dann wäre Schwarz wahrscheinlich besser aus der Eröffnung herausgekommen. Ja, man hat hier wieder gesehen, wie wichtig es ist, eine schnelle Rochade machen zu können, gerade wenn man im Zentrum aufmarschiert und das Zentrum schnell geöffnet wird. Eine wichtige Grundregel, die natürlich fürs klassische Schach genauso gut gilt. Das war's für heute. Wenn ihr mehr über Schach 960 erfahren wollt, dann schaut auch einmal auf der Homepage der Deutsche Schach 960 Stiftung vorbei. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!